Hier ist der Erklärbär. Hallo bei Satisfactory. Dein Videoaufnahmegerät hat, glaube ich, noch Fraß. Leider, leider, leider. Okay, ihr Lieben. Wir hatten ja gesagt, wir machen ein bisschen schneller und wollten euch das dann zeigen. Das wäre aber irgendwie 5 Minuten geworden. Und dann haben wir hier schön gebaut und das hat er nicht aufgenommen. Und okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen den Erklärbär. Also, wir hatten ja gesagt, ne? Wir haben hier Draht und wir haben hier Kupfer. Kupfer? Nein, und das hatten wir ja irgendwie hier runter in die Container und erst gesplittet und dann wieder getrennt und hinten und vorne. Und dann haben wir gesagt, wir bauen da drüben ein ganz großes Lager. Und dann kam der PadLab auf die Idee, dann trennen oder splitten wir das doch nicht hier, sondern führen das gemeinsam rüber. Und ihr seht ja, was das hier für ein riesiges Teil ist, was da aus dieser Murmelbahn runterkommt. Da kommt nämlich einmal Draht und was man oben nicht sieht gerade, kommt da auch Kabel. Und dann haben wir ja eine lange Straße mit angeschlossenen Stromleitungen gebaut, die ich absolut cool finde. Und hier drüben ist der erste Lagerkomplex. Richtig, richtig cool. Ihr seht, das splittet sich hier. Draht nach links, Kabel nach rechts, so wie sich das gehört. Und man kann hier sogar reingehen. Hier führt das dann durch mehrere Containerebenen. Ich würde das ja gerne mal... ich komme nicht hoch. Container rauf, an der Seite ist doch eine Leiter neben dem Container. Ja, oder so. Irgendwie schaffe ich das. Hier ist aber auch eine Leiter im Container. Ja, also ihr seht, da vorne kommen die der Draht rein, die gehen dann durch mehrere Lagercontainer, gehen außen rum. Hier wieder zurück, bis nach vorne, dann nochmal eine Schleife, den unteren auch wieder zurück und dann kommen sie außen raus. Gleiches gilt natürlich beim Draht und hier haben wir dann den Endcontainer. Das heißt, hier können wir dann in Zukunft hingehen und einfach Draht mitnehmen. Oder hier drüben Kabel. Apropos Kabel, ich habe noch Kabel in der Tasche, die kann ich hier reinpacken. Da müssen wir... Da steht auch noch so eine Abbaukiste mit Draht, die will ich auch überführen. Was wir hier machen werden, das wird meine Aufgabe sein, wir werden hier aus den Containern Doppelcontainer machen, weil die sonst einfach zu schnell voll sind. Das macht Sinn, beziehungsweise, komm mal kurz mit, ich habe gedacht, das wäre vielleicht auch sinnvoll, dadurch können wir die Lagerkapazität nochmal mehr erhöhen. Die Container hier unten sind ja wirklich, also da kommt ja oben nichts mehr drauf. Wir sind, ja, weil geht ja nicht. Das heißt, die könnten wir auch durch große ersetzen. Haben wir nochmal 3 Stück, also da kriegen wir richtig viel. Okay, gut. Momentan habe ich, glaube ich, die Kapazitäten für 2 Container, die würde ich erstmal hinten hinsetzen wollen. Und jo, dann muss ich ja erstmal eine Weile hämmern und so weiter. Wir haben dann die Straße hier weitergeführt. Und dann verpasst ihr jetzt leider meinen wahnsinnigen Bau, weil ihr seht, was ich hier gebaut habe nach oben. Und das musste ich dann auch wieder abreißen, weil es nicht gepasst hat. Gott, ich wäre außer Atem, wenn ich hier hochrennen müsste. Ihr seht, wir sind hier bis hier runter und dann zu unseren Aufbewahrungsboxen, die jetzt noch in der Luft schweben, weil die auf der alten Foundation standen, die ich einfach darunter weggerissen habe. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den Hub auch mal irgendwie auf sowas setzen und so weiter. Okay, soweit dazu. Man läuft sich immer noch den Wolf. Die Kiste hier am Ende ist schon voll. Das ist das Problem. Wenn wir es jetzt abreißen, müssen wir es hier irgendwie alles wegnehmen. Nee, der lässt ja dann so eine Fix-It-Kiste dort an der Stelle einfach fallen. Ach so. So, das bedeutet, ich würde... wie stoppen wir denn das? Oder soll ich das einfach abreißen? Hier sind übrigens noch Steel Pipe und Encased Industrial Beam liegen noch hier rum, wenn ich den mal mit. Oh ja, die brauche ich. Die brauche ich. Kann ich auch eine große Kiste bauen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Musst du mal gleich gucken, ob das reicht. Oh, ist das ein Gelatsche. Ja.
Also ich habe offensichtlich gerade das, was für eine Kiste reicht. Insofern. Ich wahrscheinlich den Rest. Und du müsstest mal herkommen, mir helfen beim Positionieren, weil man das ganz schlecht sehen kann, ob das richtig passt. Nee, du müsstest eigentlich, hast du nicht diese Guidelines? Ah, jetzt, ja. Jetzt ja, ein Stück nach links. Ja, jetzt. So, ich habe kein Steelbeam mehr und nur ein Stahlrohr. Ja, genau. Ja. Warte. Mir fehlt nichts, aber ich nehme jetzt nicht dahin. Ich kann den jetzt nicht auf diesen Container hier draufsetzen. Kann man den Container nehmen? Nee, kann man nicht. Also du kannst ihn... Ich kann ihn nicht aufnehmen. Entschuldigung. Nee, da muss ich jetzt erstmal... Warte mal. Ich muss jetzt erstmal Kabel wieder hier reinpacken. Weil mein ganzes Inventar ist jetzt voller Kabel. Ja. Ich habe auch nicht mehr viel Platz, weil ich habe hier noch so viel Beton und Dings. Ach so, warte mal, wie war das? Shift gehalten? Ah, dann... Ah. Ja, weil ich mache ja immer Drag and Drop, das dauert ja ewig. Ach, yes. So, wir müssen jetzt diese Kiste hier wegschaffen. Okay. Genau, guck mal, was du alles ins Inventar noch aufnehmen kannst. Das, ich habe jetzt alles genommen, was geht. Naja, ein Stück ist noch drinne. Ja gut, warte, ich habe hier so dämliche Blumenblätter, die hau ich jetzt. Okay. Ich hoffe, dass ich da jetzt die Kiste draufsetze. Das geht. Und. Cool. Und alles wieder rein. Also nicht alles, aber fast alles, weil ich brauche auch immer ein bisschen was. Toll. Der Container ist schon gleich voll, nur weil wir alles wieder reinpacken. Ist doch gut. Also an Draht und Kabel wird uns nicht fehlen. Nee. Okay, das ist alles schon mal sehr gut. Das waren jetzt unsere ersten beiden. Im Grunde genommen kriegen wir hier hinten auch nur noch einen hin. Ja, ist aber die Frage, was aktuell? Also. Na gut. Können wir hier noch weiter ausbauen? Es ist natürlich schön, dass wir da erstmal nicht so weit müssen. Aber wir müssen uns Gedanken machen für unser Eisenzeug. Und beim Eisen wird es ja noch komplizierter, weil da haben wir Stahlplatten, Schrauben, die wir brauchen, modulare Rahmen, Rotoren und Motoren. Und das alles müssten wir in ausreichender Menge auch zusammenkriegen. Mhm. Ja, dann ist das unser nächstes Ziel. Projekt. Mhm. Unser Atem. Ja. Die Frage ist, das sollten wir halt insgesamt planen. Also sowohl mit der Produktion. Also ich würde jetzt mal hier einen von der Straße, dass man hier so eine Kurve hat, abweichen. Ja. Weil wir kommen sonst zu sehr an dieses Giftzeug hier ran. Ja, ja. Tja, und dann heißt es wahrscheinlich erstmal abreißen und dann auch gleich viel größer planen. Das Problem ist, bauen wir dann das Lager hier gleich daneben auf? Weil auf die andere Seite kriegen wir es ja nicht mehr alles hin. Also jetzt neben dieses Lager von uns kriegen wir es nicht mehr hin, oder was meinst du? Ja, na überleg mal, wir müssten Eisenerz in Rohform im Lager haben. Wir müssen Stahlstangen, Stahl... Dafür braucht man ein Eisenerz. Um Stahl zu machen. Sollte man Eisen und Stahl nicht separat produzieren? Wäre das nicht schlau? Dann brauchen wir gleich zwei Betriebshallen plus Lager. Oh Gott. Das Problem ist, wir sollten natürlich so viel an Eisenplatten und sowas rausholen, weil die ja oben sind. Weil die brauchen wir auf jeden Fall für die ganzen Förderbänder. Okay. Ja. Ach, meine schöne Rampe. Ja, er ist aber gut gebaut. Also, so, ich nehme jetzt hier mal alles, was ich kann. Das ist aber noch nicht alles. Also da sind noch mehr Platten drin.
Und würde das erstmal in einen der Kästen da drüben legen? Nö, stell doch einfach hier einen Container hin, weil ich brauch's doch dann hier, oder wir brauchen's doch dann hier in der Nähe. Wo soll ich? Erstmal Wurst, stell dir irgendwo einen Container hin und pack das da rein. Das ist quasi der Baucontainer. Richtig. Den stelle ich dann hier hin. Mann, da ist das viel abzureißen. Ja. Welchen Krampf im linken Finger. Hier ist ein Lagercontainer. Zack. So, und da kommen jetzt die ganzen Platten rein. Wobei ich ja gleich auch noch ein paar brauchen werde, deshalb werde ich mir die gleich mitnehmen. Und da hängen ganz viele Sachen in der Luft. Na, so was. Ich gehe jetzt mal in den anderen Container und nehme mir noch alles nehmen, reicht auch nicht, bei weitem nicht. Aber ich werde jetzt mal losdüsen, verstärkte Eisenplatten machen. Krasser Scheiß, was wir hier bauen. Das ist wahrscheinlich auch nichts. Nee, wir fangen gerade erst an. Aber das ist... Ja, von hier oben sieht man eigentlich erstmal. Das läuft alles in der Luft. Im Grunde genommen... Kannst du das alles aufbauen, die Mauern, die Foundations, die Treppen, alles wieder abreißen und das Ding in der Luft hängen lassen? Sieht aber scheiße aus. Ja, natürlich sieht das scheiße aus. Das geht gar nicht. Also auf der einen Seite ist es irgendwie doof, dass es geht, weil du kannst halt dadurch auch so ein bisschen tricksen mit diesen, hier mit den Pfählen für die Förderbänder. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass es geht, weil wenn dann alles zusammenbrechen würde, das wäre... Ja, wenn man das dann von oben nach unten wieder... Naja. So, ich baue jetzt erstmal Schrauben. Ich lasse mal die Schmelzer und so weiter so lange wie möglich jetzt arbeiten. Ich erstmal nicht. So. Eisenplatten. Das sind 20. Wie die Produktion jetzt hier in der Luft schwebt. Das ist richtig, ja. So, das waren 25 verstärkte Eisenplatten. Was brauchen wir da? Draht. Ich brauche 1000 Draht. Das sollte kein Problem sein. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Genau, da brauche ich jetzt ja nur rüberrennen. Und dann brauche ich 25 Rotoren. Das wird dann schon wieder... Ah, jetzt mache ich mal was anderes. So geht's ja nicht. Ja, schon wieder die ersten unsichtbaren Nations. Ich liebe es. Na, ich bin gerade da, wenn ich was abreißen soll, musste sagen. Ich glaube, ich muss jetzt hier auch alles abreißen. Jetzt muss ich mir nur mal merken, Draht war rechts. 1000. Es ist schade, dass es keine Schilder gibt, wo man was draufschreibt. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Das ist aber nicht erforscht, keine Ahnung. Ach, hier kommt man gar nicht durch. Ach. Kacke! Toll, da wäre ich mir noch nicht ein... Naja, komme nicht durch. Scheiße.
Das ist ja alles gut und schön, was wir gebaut haben. Man kommt so durch, aber nicht so lang. Das heißt, da werden wir uns auch noch was einfallen lassen müssen. Ja, und jetzt komme ich hier hinten nicht hoch, ne? Ja. Keine Ahnung, wie groß ich das bauen muss. Ich baue jetzt großzügig. Ja, ziemlich großzügig, glaube ich. So, und ich fahre jetzt das erste Mal mit Trekkie die Strecke hier hoch. Oh, das will ich sehen. Das putze ich aus. Oh, oh, der kommt gar nicht hoch. Oh oh, oh oh. Ich sag, jetzt noch einen Absatz einbauen müssen. Mit 11 Kilometern schafft er es gerade so. Wow, dafür geht's hier aber jetzt Halleluja runter. Okay. Das sah extrem witzig aus. Ich dachte wirklich, er schafft das nicht. Ja, dachte ich auch. So rückwärts wieder runterrollst. Ja. So. Das hätten wir. Dreimal darfst du raten, was ich vergessen habe. Foundations, die ich nicht sehe, abzureißen. Nee. Aber da bräuchte ich dann gleich mal deine Hilfe. Ja, gleich. Ich muss mir erstmal einen Kaffee holen. Gott. Will ich nicht. Das heißt, mir fehlen Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Das war mir schon immer klar, dass ich eine Schraube. Haha, Gott sei Dank bist du nicht so gut zu verstehen. 25 Rotoren, ach du großer Gott. '15, '16, '17, '18, '19. Und dann werde ich mich, wenn wir hier damit durch sind, werde ich mich mal an den Weltraumlift setzen und mal gucken, was wir da als nächstes brauchen. Kannst du mir erstmal mit unsichtbaren Platten... Ja, helfen? Sofern ich die Rotoren hier fertig habe und drin habe in 2 Sekunden eher, komme ich nochmal mit Trekkie rübergefahren. So. Dann gucken wir mal. Hier dürfte es ja für ihn einfacher sein. Ach stimmt, ich wollte ja die Foundation auch noch unten. Ja, vielleicht muss ich die sogar nochmal verändern, dass ich da wirklich einen Absatz... Obwohl, wow! Das musste ich jetzt aber abbremsen, mein lieber Mann. Das möchte ich aber jetzt auch mal gleich ausprobieren. Ja, mach mal. So, also folgende Foundations sehe ich nicht. Ich stelle mich drauf. Eins. Ich setze gleich neu hin, das ist hier nichts. Da. Zwei.
schwebt auch noch was in der Luft. Ja, ein bisschen. Ich wollte das alles zu Ende produzieren lassen. Der ist jetzt durch. Es ist so krass. So. Okay. Komm. Ich habe so viel Scheiß noch im Inventar. So. Komm, geh doch mal zu Trekki, fahr mal rüber zu den Kisten, pack dein Inventar ein bisschen leer. Hey, Vögel, geht weg, was auch immer ihr seid. Wirklich die Straßen 2 breit machen. Ja, ja. Da vorbeifahren. Gott. Sieht witzig aus, oder? Ja, ich überhole dich jetzt gleich beim Laufen. Oh, hier ist ja schön. Hier sind Absätze drin. Ja, hier sind Absätze, weil hier mehr... In einem Affentempo. Aber zurück macht's noch mehr Spaß. Das wirst du gleich sehen. Ja, die hängen hier noch in der Luft. Ah, die Kisten. Ja. Was habe ich denn hier für Scheiß weg? Kann Beton, Draht und so brauche ich alles. Eisen. Oh, ich habe sogar noch 3 Eisen, verstärkte Eisen. Eisenbarren brauche ich. Ich muss erstmal. In Trekki Sonne? Nee, ist nichts. Nee, da ist nichts. Na, dann komm mal wieder zurückgefahren hier drüben. Oh, er hat nur noch 3 Kohle. Ich pack ihn mal auf. Oh ja, stimmt. Das, bei dem anderen geht das ja automatisch, bei ihm nicht. Das vergessen wir immer. Gut, dass du da reingeguckt hast. Dass so ein Ding mit Kohle fährt, finde ich auch witzig. Deshalb qualmt er ja auch so schön. So, jetzt fahren wir hier wieder zurück. Ja, sofort. Das wird hier hoch, ist ja easy. Aber ich glaube, du musst hier mit dem Platten ein Stück höher gehen, weil hier guckt dieses Gras hoch. Ich weiß, ja, ich werde da eine drüber setzen müssen noch. Naja, oder du nimmst die... Hohen, na, das... Oh, ich sehe hier diese Rampe nicht, auf der ich jetzt gerade stehe mit Trekki. Was? Die Rampe, auf der ich jetzt hier stehe, die sehe ich nicht. Diese? Okay. Sie neu hinsetzen. War das jetzt eine schmale? Ja. Okay. Na dann, viel Spaß. Boah, ist ja wie Achterbahn. Ja. Und unten bremsen! Ah, easy peasy. Ja, wir werden hier auch nochmal in die Ecke eine Foundation legen, dass man hier ein bisschen besser abbiegen kann. So. Das Problem ist, wir kommen von hier nicht rüber zum Kupferwerk oder zum Grill, wollte ich schon sagen, zum Weltraumlift. Weil wir ja hier nicht durchfahren können. Ach so, ja, wegen der... Unsere Straße haben wir ja quasi versperrt. Das heißt, ich werde vielleicht rechts vom, von dem eine Straße rüberbauen. Ist ja problematisch. Na, also so von hier hatte ich gedacht, ja. Wie sieht's mit der Zeit aus? Ach, da ich ja wieder nicht raufgeguckt habe... Weiß ich das nicht. Ich baue jetzt hier aber noch meine Straße und gehe dann mal zum Weltraumlift, zu Hugo und gucke, was wir da als Aufgaben brauchen. Der Hugo, der Egon, der Balder? Sozusagen. So, gibt's denn hier irgendwas Neues? Nee. So.
Oh, die schließen dann direkt hier an. Man fährt dann quasi am Haus direkt vorbei. Das ist, ja, wenn man erstmal so ein Raster hat und das auf alles ausdehnen kann. So, ja. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Oh, das ist hier alles so voller Rasen. Kommt denn Trekkie hier? Ja, kommt da hin. Gut, das heißt, wir können das erstmal so lassen. So. Ah, ich wollte die Foundation da auch noch unterfüttern, dass sie nicht so. Aber ich überlege ernsthaft, ob ich da noch ein. Ob ich den Anstieg schon hier früher anfange und dann halt nochmal so eine Zwischenstufe einbaue. Ja, warum nicht? So, ich fahre jetzt mal kurz zum Weltraum, Hugo. Gucke, was wir da brauchen. Brumm. Das ist cool hier mit der Straße. Das fetzt. Und dann werden wir diese Folge mal beenden. Ah, hier brauche ich auch. So, Weltraum Hugo, hallo. Ach du Heiliger. 500 modulare Rahmen und 150 Motoren. Ich muss mir nachher erstmal angucken, wie die produziert werden, damit ich weiß, wie wir das jetzt hier machen. Weil das weiß ich nicht. Das hast du immer von. Ja, klar. An der Werkzeugbank. Ich werde mal mit den modularen Rahmen langsam anfangen. 500 Stück ist doch eine ganze Menge. Es sei denn, du brauchst da gerade Hilfe. Nö. Ich räume eh gerade nur Zeug weg. Was hier noch rumfliegt. So, gucken. 1, 2, 3, 4. Nee. Wir haben jetzt kein nichts mehr. Wir brauchen erst Weltraumphaselift 2. Das heißt 500 modulare Rahmen. Modulare Rahmen bestehen aus verstärkten Eisenplatten und Eisenstangen. Das heißt, ich werde verstärkte Eisenplatten. Dafür brauche ich Schrauben. Oh Gott. Die Schraubenproduktion ist, glaube ich, eine unserer ersten Sachen, die wir anleiern müssen. Logisch, ja. Und verstärkte Eisenplatten. Alles, was daraus kommt, kann sich dann ergeben, aber das ist heftig. Du hast eine unsichtbare Wand vergessen? Eine Platte, die hier noch, wie ich sehe. Toll. Das ist aber komisch. Also, das passiert auch komischerweise irgendwie bloß bei dir. Weil. Ja, das ist. Ich glaube, das ist aber auch genau so, dass, weil du das bist. Also, ich weiß es nicht so genau. Komischerweise sehe ich ja auch manche Platten, die du gesetzt hast, nicht. Deswegen kann es jetzt nicht an der Animationsgeschichte liegen. Ja, ist richtig. Toll, das waren gerade mal 11 modulare Rahmen. Ich brauche 500. Auf Feier. Das bedeutet, die Eisenstangen und die Eisenplatten müssen wir relativ schnell wieder in die Produktion nehmen. Dachte ich mir. Weil sonst kommen wir da ganz schnell ans Ende.
der Fahnenstange. Sag mal, wenn du fertig bist, hier rücken zum... Ich komme jetzt her, weil wir dann sowieso die Folge mal beenden müssen. Und ich glaube, ich werde dann das nächste Mal, bevor ich dann mit den modularen Rahmen weiterbaue, erst einmal hier den Weg nochmal ein wenig verändern und ebnen. Mhm. Damit wir hier nicht so runterkrachen. So. So, wo bist du denn da oben? Okay, was soll ich wegnehmen? Den Turm, auf dem du stehst? Nein. Geh mal weiter, weiter, weiter und stopp. Genau auf der Platte, auf der du stehst, musst du weg. Puff, weg ist sie. Und dann kommen wir hier rauf. Da bin ich! Gott! So. Och, ist das ein riesiges Ekelfeld hier, was wir hier haben. Hoffentlich können wir das mal alles wegsprengen. Das steht voll im Weg, ja. Ja. Ja, ich hoffe, dass das erstmal so als Grundfläche reicht. Für das bisherige schon. Wir haben ja hier noch ganz schön viel Fläche. Ja, ja, die werden wir auch brauchen. Wir müssen ja, wie gesagt, dafür auch Lager aufbauen. Aber das werden wir alles brauchen, ja. Wie viel Erzvorkommen haben wir hier? Drei Stück. Drei Stück. Ich habe festgestellt, dass ein Erzvorkommen mit diesem K1 bestimmt an die drei schmelzen. Also beim Kupfer funktioniert es ja auch ungefähr. Ja, wir sind bisher mehr oder minder hingekommen, aber für das, was wir jetzt brauchen, brauchen wir auf jeden Fall ein zweites Erzvorkommen und mehr Schmelzen. Wir werden mit dem einen Miner da nicht mehr hinkommen. Wobei wir den ja auch aktualisieren könnten. Wir haben ja indessen den Miner 2. Sollten wir vielleicht bei der Gelegenheit gleich nutzen. Das bringt uns aber, glaube ich, nicht viel, wenn wir so... Wenn, weißt du, was ich meine? Weil der produziert, haut dann mehr raus, aber wir kriegen es nicht schnell genug an. Ja, wir müssen dann zwei schmelzen oder beziehungsweise was ist denn diese Gießerei? Produktion, es gibt Gießerei. Ja eine Gießerei. Two resources into a joy ingots. Wo sind kannst du mit Alloys, also hier heißt Legierungen herstellen. Ach so, na das kommt dann wahrscheinlich später. Eisenerz und Kupfer oder sowas, keine Ahnung, was das ergibt. Naja, das kann sein. So, an der Stelle machen wir aber erstmal Feierabend. Ein wunderschönes Bild. Ja, wunderschön. Genau. Also, wir sagen Tschüss und beim nächsten Mal bauen wir hier weiter. Ja, stimmt. Die Foundation da hoch, das sieht scheiße aus. Das muss ich ändern. Also, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Servus. Hallo. Nee, auf Wiedersehen.